Augsburger Spezialität. Eine genaue Zuordnung des Augsburgerischen zu einer Sprachgruppe gestaltet sich als Spiel. Just like in training. I'm gonna graph now in 3, 2, 1. Огонь по готовности. I don't know. Hey Marco? Ja? Hast du Lust, ein bisschen Rocket League zu spielen? Du, ehrlich gesagt, nicht. Ja, das ist okay. Das ist gut, dass du das akzeptierst, sonst hätten wir uns jetzt prügeln müssen. Das hättest du jetzt gesagt, wenn ich jetzt mich prügeln wollen würde und du sagst, ja, okay. Jetzt hast du keine Lust, sonst hättest du es dann gemacht. Tja, dann hätte ich mich jetzt verprügeln lassen müssen. So ist das. Bist du denn immer noch eine Diamond? Nö. Nee. Aber ich sorge auch dafür, dass ich da nicht hinkomme. Das ist natürlich auch geil. Ja, ja. Ich spiel grad Zarya, weil sie fix jetzt bin ich müde. Davor habe ich als Anna zweimal einen Gold geholt hat, einen Genji eingeschläfert. Der Arme. Ich weiß. So, Pech für ihn, Glückwunsch. So. Our shield, please. Kill Reaper Farah, please. I beg you. Select your hero. Justus will be. Ich schau mal, ob ich mit Reinhardt noch einen Draw rausholen kann. Das will ich für dich hoffen. How I can heal you if you can't kill nobody? Hello? You know how far a Mercy works? Ey, Halbfinale DP-Pokal, das wird im Match, ja. Ich hab schon wieder kurz. You shoot only tanks and shields.
Dude, you're not far a player. Believe me. Hey Jungs, ich hab morgen frei. Ja, du auch? Okay, cool. Ich auch. Ja. Hey, was, morgen ist Sonntag? What the fuck? Ja, im Sinne von, meine Freundin ist nicht da. Ich bin komplett allein. Meine Eltern sind nicht daheim. Ich hab einfach einen Tag, wo ich komplett... Ja, dann darfst du ja mal alles in die Wege leiten. Alter, in der Stadt geht's ja übelst ab. Good job. Die ganzen Kanaken haben. Die Kroaten, what the fuck? Wow, sind die jetzt eigentlich im Finale? Nee, gell? Nein. Jo, Phil! Jo. Gegen die anderen, die gegen Schweden gewonnen haben. England. Das hätte man auch nicht gedacht, dass mal England oder Kroatien im Finale ist. Ne? Wer ist denn gerade Erster im Kicktipp? Ah. Jetzt mal für einen Tag, du. Ich habe ja ganz andere Ziele. Für mich ist es nur wichtig, nicht Letzter zu werden. Und alles andere ist ein i-Tüpfelchen. Ah, ich hab gleich zweimal 0, zweimal 4 Punkte gegeben, Sekunde, leckt mich doch. Ja, wir waren doch die einzigen, die heute unentschieden getippt haben. Und mein Ergebnis war noch richtiger als deins, weil es ging am Ende 2-2 aus. Muss man mal sagen. Naja, aber dann. Nee, es war nicht richtiger. Meins war richtiger. Weil da steht 4 Punkte. Also deins, dein Ergebnis wäre richtig. Yes, hallo, ist nach der Verlängerung statt 2-2. Ja? Ja? Das ist richtig. Und Elmar hat komplett aufgegeben. Das ist ein Abschluss. Schaust du mir gerade zu? Ich schau dir gerade zu, ja. Siehst du die. Siehst du das gerade, wie ich die zerficke? Ja. Aber es ist ja auch nicht schwer im Platin. Hör mal auf bitte mit dem Rank-Shaming hier. Okay. Warte mal, der hat wirklich, der kriegt von mir das hier. Ja, der erste Spieltag war halt eine Katastrophe, 16 Punkte. Oh Matthias, dein Achtelfinale war ja auch eine Katastrophe. Mein Achtelfinale? Ja, deine ganzen Achtelfinale-Tipps, nur 2 Punkte. Weißt du, was mich am meisten gefickt hat? Diese Wertungen mit wer ins Viertelfinale und so ein Scheiß kommt. Da habe ich echt, aber da habe ich ja sowas von. Ja, stimmt, da war was. Was, der Mauer Matthias ist 9. Ja. Du warst doch mal voll gut. Das hat sich alles so schnell gewendet, nachdem die Bonusfragen abgerechnet worden sind. Ja, das war eigentlich da das Problem. Da ging es bergauf und bergab, du. Dann hat der Querpasskeit angefangen, hier komische Fantasietipps zu machen, auf einmal tippt er wieder richtig. Bleib doch bitte über deine Fantasietipps. Ich hoffe ja immer noch, dass Belgien Weltmeister wird. Das ist so mein Traumergebnis. Da wäre ich super glücklich. Muss ich auch sagen, ja, das wäre auch mein absolutes Traumergebnis. Wobei ich es England auch gönnen würde. Belgien, England, Kroatien und dann Frankreich als allerletztes. I guess. Hello. Aber ich bin froh, dass es zumindest nicht Brasilien wird, weil die haben schon so viele Sterne. Wer von denen, die jetzt noch spielen, hat noch die Weltmeister gewonnen? Ja. Kroatien, oder? Belgien? Hi. Nur die beiden, ja. Bei den anderen ist es schon ewig hier. Nee, stimmt gar nicht. Nee, Frankreich ist gar nicht so lange her. Frankreich, erinnere ich mich noch, das war... 98, ja. Das erinnere ich mich auch noch. So halb. Risa Oren, maybe? Ja, das war 98 und England ist irgendwie 66 oder so. Das ist für mich ein bisschen. Da weiß ich schon nichts mehr. Das ist damals, da gab es noch 16 Mannschaften bei der WM, das zählt ja gar nicht. Ihr hättet ja die. This dark sense from. Oh ja, gegen Belgien, ja, das war cool. The enemy team, he might gonna get. Aber die haben. Ja, aber eigentlich wäre es trotzdem für die gewesen, weil die Gruppenphase haben sie ja übelst reingeschissen. Die sind ja nur weitergekommen wegen Fairness-Tabelle, ne? So might maybe we're gonna das have luck. Das letzte Kriterium vom Losentscheid. Ach, ich wollte eigentlich euch fragen, wie ihr das Spiel fandet. Also ich bin reingekommen, wir haben über Russland und deren Ökonomie geredet. Ja. Melinda plays Mercy and the Chinese guy plays the soldier. Davor haben sie es mir nicht gegeben.
Weil ich wusste, dass es so ein Gruselkick wird. Ja, ich fand's echt interessant zum Ende hin noch. Ich hab mich halt gefreut, dass das erste Tor von Graz ist. Bis dann, Gotti. Dem Left. Oh, sorry, man. Was denn? Hast du das Video gesehen, was ich heute gepostet hab? Was für mich? Ne, nee, ihr beide. Mein Coming Home Video. Nee. Muss das getan? Wir dürfen die da hitscannen, weil. Sag mal, wie kann man denn auf Send machen, wenn man gerade nicht an die Enter-Taste kommt? Geht das nicht? Wenn er da im so. Das geht halt echt nicht. Es gibt keinen Senden-Button. What? Ja, Mann, wenn du morgen so viel Zeit hast, dann kannst du dir ganze Planung mal überlegen. Mir hilft auch. Immer bei einem Beispiel, was richtig schreibt. Ja. Mach ich mal lieber ein bisschen was, komm. Magst du ein neues Logo haben, hä? Spaß. Wie wär's mit ein bisschen Corporate Identity? Und so. Tell me what Paris and I go for my time. Also ich ganz ehrlich, ich werde wirklich einen Scheiß machen, wenn du mir nicht erstmal sagst, wer ihr seid und für was ihr steht. Ganz also ich möchte ja, dass sie mit ihrem Design einfach auch ein Gefühl vermitteln, ja? No, wir müssen da gar nicht so viel. Sorry, ich möchte einfach, dass man, wenn man das sieht, dass man so ein Gefühl hat. Oh. Ja. I'm gonna hit scan anyway, Sam. Ein Gefühl, ein Bär zu sein, ja. That's fair. Ja, aber schau mal. Wir können ja Twitter, also Twitter. Ja, das ist wohl das geile Spiel. Dumm dann. Richtig. Bei dem Oh, sorry. Nochmal. Ja. First one. Ja. Oh, Dieter Mon! Emma! Yeah, I saw you, I got kicked around, man. Wir können uns ja jetzt ein neues Logo überlegen, wir müssen ja nur mehr die Bavarian Bears. Oh, ja, wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen, ja, sorry, genau, man. Ich finde auch, wir haben uns jetzt von diesem Franchise gelöst, wir müssen uns jetzt was überlegen. Wir brauchen vernünftige Farben, die sich über unser ganzes, über unsere ganze Corporate Identity erstrecken. Über unser Portfolio, sure. Produkten, unsere Trikots. Shit, dude. It's out of fucking range, but hey, okay! Jetzt geh ich jetzt sofort ins Bett. Los Angeles Exile, maybe? Mann? Ah. Einfach ein Teamnamen. Wer ist mit Philadelphia Fuel? Philadelphia Fuel. Augsburg Fusion. So? Ja, das ist doch auch cool, komm. Augsburg, hey. Augsburg Fusion! Ja, Belgien würde jetzt Weltmeister. Überhaupt? Frankreich. Nicht nochmal Left Side, ja, die Quoten stehen besser. Frankreich wird Weltmeister. Oh, das ist super. Ich glaube auch, mein Kopf sagt auch Frankreich, aber mein Herz sagt Belgien. Oh, ist laut. Oh no. Fuck. Ist es nicht? Oh no, don't. Nein, das ist ja komisch. Oh, dude, no. Ah, doch, das hab ich gesehen. Da, lul. What the? Dude, how could you not kill the fucking doofus? Are you fucking dumb? Chill, man, there was a power. Dude, it's pathetic! I stunned him, he was one, you can't kill him. dude. Geil, die Flagge! It's not so my country. Seine Worte. Ja, ja. Es war so unkreativ, wie die einfach da so reinfickt und dann wieder so. Obwohl du es nicht einmal studierst, ey. Obwohl ich es nicht einmal studiere. Three lines on the street.
was remains to dream in. Doom's going left side behind. Feather Mercy Diva left top. Ey, komm, Marco, hol dir doch auch Fußballmanager, dann spielen wir das zusammen online. Das wäre übelst witzig. Du trainierst ein Team, ich trainiere. Go Mercy Peak. Das ist der Kampf der Taktikfüchse. Ja, genau. Ich mauer nur. Keine Nacho. Keine Nacho. Jungs, wir müssen den Ball haben. Die über Laptop. Stell dir das mal vor, beide sind Fußball gegen Catenaccio. So ungefähr wie die WM, mega geil. Ja, das Ding ist ja, das hat Tobi Escher dann auch mal, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber es ist ja nicht so, dass die Mannschaft sich aussuchen, weil wir sind Fußball zu spielen. Die Gegner wollen den Ball einfach nicht haben. Also, das ist so. Die wollen den Ball ja nicht mal, das heißt, du bist ja quasi, du machst es ja nicht freiwillig, du bist ja gezwungen. Boah, ist das laut. Boah, hallo, hallo. Abbrechen, nee, es geht nicht, ich kann sich abbrechen. Okay, mir reicht jetzt. Was ist so? So, ich geh jetzt auch. What the fuck? Was, wohin gehst du? Was ist Learn? Was ist Learn? Ich jetzt wohin, ich geh jetzt ins Bett. Achso, so. So. Ich muss morgen früh aufstehen zum Zocken. Wenn man schon den ganzen Tag Zeit hat, muss man sich da jede Stunde muss man genießen. Klingt das schon verrückt? Nein. Doch, leit doch mal lieber die anderen Sachen in die Wege. Gesagt, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Jetzt ist es schon klar, aber du hast schon morgen Zeit. Vorüberhand, vorüberhand, also, schickst du mir. Vorüberhand, left side, behind, behind, behind. Oh, sorry, my bad. Yeah, in meinem Kosmos schon, weil ich kenne, ich bin Nationalmannschaft-Fan seit dem Olympiahoff. Ich kenne die Nationalmannschaft ohne Bierhoff gar nicht. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Ja. Oder wie lange ist denn der schon Teamchef? Der ist schon sehr lange Teamchef, gell? Ich habe heute mal erfahren, wie viel der Jogi Löw verdient. So. Das ist ja, ja gutes Gehalt, ja. 3,5 gut, ne? Millionen, glaube ich, waren es. Ja, dafür, dass du ja nix kann. Hallo? Ja, hallo. Was? Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Ich finde es so unfair. Der arme Yoki, der hat so viel geleistet für uns. Ja, der das kann ja nichts dafür, dass er nicht, dass er dann mal nicht gewonnen hat. Dass da alle auf jetzt auf ihm, also... Nein, das muss doch nicht sein. Also ich finde auch, dass wir keinen guten Fußball gespielt haben und auch nicht jede Personalentscheidung finde ich auch nicht gut, aber... Das war 2016 auch schon so. Haben auch keinen guten Fußball gespielt. Ja, das stimmt. Das war auch nicht überzeugend als für einen Weltmeister. Yogi hat es ja selber zugegeben. Ihm hat einfach ein bisschen die Motivation auch gefehlt. Er war einfach ausgebrannt nach der WM. Ja, kann man schon auch nachvollziehen. So. Er hat gemeint, er hatte alles, was er hatte, reingesteckt in das Turnier, um bei seiner letzten Chance, was er damals noch dachte, den Titel zu holen. Er hat ja danach der WM, glaube ich, 3 Wochen oder so gedauert, bis er dann endlich gesagt hat, ob er weitermacht oder nicht. Der hat ja echt ernsthaft überlegt, nach der WM schon aufzuhören. Ich hätte auch gehört, ganz ehrlich. Ja, will halt. Ja. Sein Ding war halt ja dann, wo er gesagt hat, er wird nur noch gerne Europameisterschaft gewinnen. Ja. 2 Jahre noch, ne? Aber ich glaube, dass. Ich glaube, jetzt ist er so motiviert wie nie. Glaube ich. Wie motiviert? Was hast du gesagt? Also. Motiviert. Er ist so motiviert wie. So demotiviert wie nie. Ja, das auch. Das wahrscheinlich auch. Nein. Ich glaube schon, dass er. Jetzt nochmal richtig Bock hat. Ich hab da Vertrauen. Zumindest in Löw. Ich würde eher woanders anfangen. Ich bin eher dafür, dass man so einen Grindel Marvin mal rausschmeißt, den mag ich nicht. Bierhof mal rausschmeißt. Marvin? Ja. Da gibt's ein Sprichwort. Ja, was denn? Vertrauen ist gut, aber Vorsorge ist besser. Ja, das ist halt total. Ja. Wenn irgendwann mal eine unheilbare Krankheit hast, dann denkst du an mich. Ja. Sonst regelmäßig meine Brüste oder meine Hoden anfassen. Ja? Machst du das, ne? Ja.
hast noch keine umförmige Knolle entdeckt. Hast schon was gelernt, bitte? Knolle. Ich war seit 2004 als Teammanager. Vorher habe ich die Nationalmannschaft noch nicht so richtig verfolgt. Oh, ich spiele gerade GTA. Was? Seit? 2014. Also Erfolgsfan. Oh, dude. Ja, hör ich auch so. Raus. Reiz mir wirklich mit euch. Winning Team Joiner. Ja, ganz ehrlich. Und Dallas Fuel Fan. Passt super zusammen. Ey, wer ist jetzt auf einmal? Sonst so FC Bayern, oder? Wer ist auf einmal für der Wirkungen-Fans geworden? Ja, guck, aber die haben es auch selber gewollt. Wirklich. Weißt du, wenn man so delusional ist. Also, nee. Wir haben kein Problem. Mm-mm. Wir müssen nur mehr trainieren. Das ist ein Bullshit. Die Shanghai Dragons? Ja, die vielleicht auch. Nee. Nee. Die Shanghai Dragons, die sind, das sind gute. Naja, hatten wir nicht so einen Spieler, der seine Frau vergewaltigt hat und die war dann schwanger und so? Echt jetzt? Ja, dieser Undead oder wie der hieß, der hat doch zwei schwangere Frauen daheim und schläft irgendwie immer mit Prostituierten und so, keine Ahnung. Alter, das ist mal live. Ich will auch Pro-Gamer werden. Und der ist fucking 18. Geil, komm, lass Pro-Gamer werden. Okay, warte, ich lese nochmal genau durch, was er gemacht hat. Ich will jetzt auch keine Fake News schon wieder verbreiten. Ich spiele ja GTA 4, es geht ab. According to detailed accounts by his ex-girlfriends, Undead is accused of unfaithfulness, emotional manipulation, and involvement in multiple pregnancies, abortions, among other serious allegations. Aber er hat mal eine Box um damit die kein Kind kriegt. Der ganz verrückte Kerl gewesen. Alter, ja. Geil! Das ist ja so geil. Das ist mein Held. Crew Laptop on, los. Nein, nicht aussteigen! Gott, ich bin so dumm. So ein Dummbatz. LOL! Ich finde nur schade, dass England nicht Don seine Mannschaft ist. Ja, Mann. Ist schade, get Don. Bin ja bereit. Das ist echt schön. GG. Fuck, diese ganzen Erinnerungen. Oh mein Gott. Und es. Und GTA 4 läuft einfach wie Scheiße. Leck mich am Arsch. Läuft dieses Game schlecht. Oh mein Gott, ich habe am Schluss jemanden Reinhard geboobt. Er wollte gerade Hammer Down machen. Ich boob ihn und er fällt in den Boden rein. in den. Ach, wo ist denn das? Einfach, er fällt halt runter. Er ist durch den Boden geglitscht. Ja, nee, das nicht. Er ist halt runtergefallen und dadurch gestorben. Ich bin's wieder, euer Captain Diglo. Ach, einen spiele ich noch und dann werde ich es aber auch. Auch spät nicht. Der Mann verallgemeinert immer alles. Jetzt hör doch auf, echt, ich bin so ein. Ich finde alleine die Aussage ist gut. Immer alles. Ja, klar. Ja? Man, stell dir doch mal an, wie der redet, hey. Ist okay. Das war jetzt einfach schon, nur. Fast schon Hate Speech. Ist okay. Allgemeinert immer alles. Immer alles. Ja, das hast du dir selber zugefügt. Oh. Ey, fuck mich nicht ab. Fuck mich nicht ab. Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deine. Deine! Hallo, ich bin der Uwe. Und ich möchte eine schöne Blondine mit großen Brüsten sein. Sein! Okay. Okay. Okay.
Ja! Niemals aufgebe. Geil, ich start GTA und was mache ich? Fahr einfach nur rum. Aber immer schön auf die Ampeln aufpassen, ne? Nicht, dass du über Rot fährst. Das habe ich tatsächlich mal wirklich gemacht, eine Zeit lang. Ja, klar. Oh, der Tombo. Ey, das hat jetzt nichts mit dem zu tun. Aber ich geh jetzt. Ja, das kommt oft vor, Kiesel. Das wird langsam auffällig. Das geht nicht. Ja, ist echt so. Immer verallgemeinere ich alles und immer bin ich voll asozial. Immer alles. Das hast du jetzt gesagt. Ja, wir hatten nur gerade schon die Diskussion. Das war keine Diskussion, das war eine Feststellung. Stimmt, das war eine Feststellung. Ich... Aber du kannst mal zurückspielen. Oh ja, komm, lass uns noch eine Runde Quizduell spielen. Ja. 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 Du bist doch eh schon komplett entmutigt. It's coming home. It's coming home. Enteignet. Die on fire. In welcher Band? Ach nee, das ist. Doch, doch. Ja, Marvin, dann mach das wirklich. Wenn du morgen dir denkst, so um 6:30, weil du halt immer aufstehst und deinen komischen Kaffee trinkst, was mach ich denn jetzt? Dann plant es halt alles. Ja, nee, dann mach das halt nett, soll ich dir den PC wegnehmen. So, dann lese ich mein Taktikbuch. Alter. Ey, das Buch ist richtig nice, muss ich echt sagen. Im ersten Kapitel geht's über José Mourinho, der ist ja so ein geiler Typ, der José. Hast du nicht den immer gecast? Ja, also ich mag ihn als Menschen nicht, aber als Trainer ist er ein cooler Typ. Also warum? Ich habe in einem Kapitel schon wieder so tolle Sachen gelernt. Ja, wie der, das war ja übelst der Senkrechtstarter, was Fußball angeht. Der war ja nie professioneller Fußballspieler. Porto, Champions League. Ja, ja, genau. Das, so ging es ja los, aber das war übelst der Zufall, dass er dass er die trainiert hat. Und auch wie er die trainiert hat. Das ist ja vollkommen revolutioniert. Der hat auch nie der hat mit seinen Mannschaften noch nie Konditionstraining gemacht, sondern Kondition mit Ball. Macht mehr Sinn, gell? Es ist einfach, er hat. Und er. Hat er sich nicht selber The Special One genannt oder so? Ja, ja, also er ist auf jeden Fall ein extra vaganter Typ, der auch ja auch immer von sich selber der dritten Person spricht und so. Es steht auch in dem Buch, dass er auch schon früher übelst der arrogante Fatzke war. Aber er hat halt vielen Leuten imponiert. Und bei Barcelona auch damals, wo er noch Assistenztrainer war und sowas. Kiesel, Big und Hits. Bitte? Achso, ja. Ja, ja, Musik und Hits. Fand ich schon wieder spannend auch. Einfach, man denkt immer so, man kennt sich mit Fußball eigentlich ganz gut aus. Und dann liest man so ein Buch und denkt sich, alter Fuck. Hab ich noch nie schon gehört. Ich kann nichts mehr lernen. Würde ich das Buch durchlesen, würde ich wahrscheinlich nichts lernen. Ja, ja. Da hab ich echt gedacht, Alter, was geht ab? Ich hab nie gehört, dass sowas überhaupt. Also. Falsche 9. Naja. Hat Klopp nicht dann als Antwort drauf sich The Normal One oder so genannt? Mhm. Ja, ja, das war so. Aber ich glaube, das war durch die Medien, glaube ich. Echt? Aber Klopp kommt in dem Buch auch noch vor, da bin ich auch gespannt auf das Kapitel. Boah, Klopp spielt bestimmt. Das ist bestimmt interessant. Klopp spielt einfach den geilsten Fußball, den es gibt. Ja, Klopp hat halt echt so ein paar Sachen auch wirklich geprägt. Aber was mich halt so interessiert, man kennt halt immer so diese Mediengeschichten, in dem Buch wird halt so quasi erklärt, nicht so genau. Also auch was quasi sein Spielsystem ausgemacht hat, aber wodurch er sich inspirieren hat lassen. Und das finde ich eher spannend. Mich interessiert, wie man auf die Idee kam, sowas zu machen und so. Und das finde ich, wird in dem Buch halt sehr gut aufgedröselt. So, wo Pressing gab es ja schon ewig. Ja, eigentlich nicht so wirklich. Das hat tatsächlich. Doch, gab's wirklich. Gab's schon lange. Na, das kann ich dir mit Sicherheit sagen. Da habe ich schon so viele Bücher gelesen, um das zu widerlegen zu können. Mourinho war schon mit einer der ersten, der das quasi aktiv richtig umgesetzt hat. Seine Devise war ja auch irgendwie Schnelligkeit vor Präzision. Also, wenn man den Ball gewinnt, sofort vertikal spielen und. Hoch und weit. Völlig egal, ob er da reinkommt oder nicht, aber. Je länger du den eigenen Ball hast, desto länger hat der Gegner Zeit, sich quasi aufzustellen und so. Aber hoch und weit bringt dir doch Sicherheit. Ja, ja, das stimmt auch. Ja. Nee, aber Pressing gibt's noch nicht so lang. Also noch nicht. Das hat man früher nicht so gespielt. Tatsächlich. Ach, hab ich letztens aber gelesen. Na, das hat. Also ich meine, dass du irgendwie versucht hast, an den Ball zu kommen, ist ja klar. Aber dieses Gegenpressing, wie es heute gespielt wird, das gibt's noch nicht so lange.
dieses aggressive Gegenpressing, dass wenn du den Ball verlierst, dass du sofort quasi mit allen Mannschaftszeilen draufgehst, das gibt's noch ein bisschen. Däh. Das ist ja auch konditionell auch eine Sache, die sonst. Die 60er. Na, die 60er. Maradona. Der Fußball, das ist so krass, wie der sich im letzten Jahr entwickelt hat. Irgendwie hat er auch gemeint, dass Manuel Neuer oder so läuft irgendwie zu, auch schon 6 Kilometer pro Spiel oder so. Das hat früher, ist das ein Mittelfeldspieler gelaufen. Aber nur weil er kein Torwart ist. Na, also generell, normale Torwart, also Torwart, die modernen Torhüter laufen alle. There is this, still a Sombra, always flanking us, I don't know what you do. Das ist ja auch ein so eine Traumvorstellung von jedem Trainer mit Spiel per Torwart. Genau wie der Sven Neuhaus damals bei Augsburg. Ja, Mann, alter Jens. Alter Simon Jens. Der hat mal ein Tor geschossen in den 93. Da ist er mit vor in die Ecke gekommen. Hey, war das nicht der Hitz? Der ist. Kann sein auch, dass der Hitz das mal gemacht hat, aber ich weiß es beim Jens. Leverkusen. Wie nennt man ein Vollkornbrot aus Schrott? Vollkornschrott. Sehr gut. Was ist? Ey, GTA schon geil. Bitch. Die Fahrphysik in GTA 4 ist auch viel geiler als in GTA 5. Das haben schon viele gesagt, ja. Hey, Essen und Trinken ist manchmal richtig abfuck und manchmal übelst easy. Was soll denn das? Woraus besteht ein... Rinderfilet. Ja, weiß man natürlich. Get Tombo, weiß man. Was? Rinderfilet, das hast du wieder groß, gell? Ja, ja. Ja, Böf Stroganoff, klar. Ja, klar, können wir doch. Der Gourmet, gell? Ja, das wusste ich schon. Können wir doch, machen wir doch. Was weiß ich, wer das ist? Oh, was? Sowas weiß man, aber. Dann kommt Elmar wieder mit der Essensfragen irgendeinem Bullshit. Ja, der Elmar macht ja auch Essen. Elmar weiß, hat alles. Das habe ich ihm auch mal gesagt, ja. Die Kategorie Essen spielt dir ja in die Karten und er gleich so, was, weil ich dicke Knochen habe oder was? Er ist nicht schwere Knochen. Nein, das war natürlich... Oh, ich bin so dumm! Das hätte schon eine, das hätte ein Dreier werden können. Tombo, das hätte ein Dreier. Das muss ein Dreier werden. Oh oh. Wenn das kein Dreier wird, dann weiß ich auch nicht. Don't pressure me. Ah ja, pressure. No, no. No, no. Die Autos in GTA 4 rammen sich auch einfach die ganze Zeit. Richtige Rowdies. Ja, ohne Witz, weil die spawnen immer. Und dann ist totales Chaos. Die spawnen immer so, dass du es so fast noch siehst. Ja, von und fahren wegen, einfach Alter. Alle ineinander. Was? Ja, die letzten zwei kann man schon wissen. Ja, und du drückst auch noch aufs Richtige, ey. Jetzt streng dich halt mal an. Doch gar nicht. Beim ersten, klar, bei diesem Tennisspieler da. Ja, die kennen wir doch. Josche. Der gute Nick, Kyrgios. Ja, Junge. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Glück. Ich, weil die 1 ist ja neben der Triple 20, gell? Ja, eben. Ich bin auch dumm. Ey, das kann man doch wissen. Haben sie jetzt gespoilert? Aber dafür habe ich das erste nicht. Nee, ich hab. Ja, komm. Glaub an Religion oder Wunder der Technik? Ach, du willst, ich besieg dich in allem. Alter. Google ist mein Freund. Was ist denn hier los? Was sind hier? Ich bin jetzt so richtig im Rabattsmodus so. Ich hab übrigens Westworlds gefinished. Oh, endlich! Yeah. And how confused are you? Ich bin mega confused. I have no idea what I was watching the last. Shit, ich hab's noch nicht gesehen. 10 weeks. Ja, ich sag ja nur das. Warum sprichst du Englisch? Ich hab gedacht, diese Gedanken kann ich besser in Englisch. manchmal. Verstehst du? Ich bin ja schon fast ein Native Speaker. Ja, ich bin richtig verwirrt und ich warte jetzt auf das Erklärungsvideo.
ist noch nicht draußen. Jetzt warten wir alle auf der Kerze wie hier. Das ist echt hart. Könnt ihr mal euer Hirn benutzen? Oh. Ja, okay. Bildungselite Deutschland. Scheiße, die erste Frage, Kiesel. Ist hier was? Es kann noch. Alter, das packst du gar nicht. Es kann noch. Oh Gott. It's coming. Ah! It's coming. Ah. Okay, lest dir die erste Frage durch. Ja, ich lese mir durch. Lies laut vor. Was sagte Jesus laut Bibel zu dem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wurde? Don't worry, be happy, ist doch ganz klar. Du Wichser. Steht auch dran. Ich weiß es. Er sagt was Nettes. Schuld oder so. Steht auch noch. Das geschieht dir ganz recht. Ja. Das geschieht dir ganz recht. Wie viele Evangelien hat denn die Bibel eigentlich? Also, das ist ja. 14. Du befährst jemanden GTA und dein Charakter sagt einfach nur, what is wrong with those people? Ja, Mann, soll mal aufhören. Er hört's mal auf, wir fahren zu sterben, wenn man euch überfährt. Dieses Lied ist einfach so. Alle die 2000er waren doch einfach geil. Ja? Naja. Oder die 90er. Ja, weder eher die 90er. Das lassen wir doch so nichts sagen. Ja, aber das ist okay, wenn man es mit der jetzigen Zeit vergleicht. Ja. Ja. Unsere Jugend steht wenigstens für was. Fortnite. Battle Royale. Das ist ein Trick von der Regierung. Die werden irgendwann das wie machen, genauso machen wie bei Hunger Games, nur dass dann alle Jugendlichen das schon gewohnt sind und sie denken, ja Alter, geil, endlich. Endlich geht's los. Endlich gibt's es auch mal in Real Life. Das ist alles Regierungs... glaube ich auch. Plot. Die wollen nämlich Deutschland verdünnen. Naja, da machen die da so 12 Bezirke. Und Bayern geht's los, Bayern ist Bezirk 1, ist ja klar. Aber dann geht's bergab. Je weiter man in den Norden kommt. Ja, das ist ja auch jetzt schon der Fall, aber ist ja egal. Ja, das ist schon so gedacht auch alles. Ja, und deswegen kommen auch die ganzen Flüchtlinge, weil die deutsche DNA verdünnen wollen. Um das deutsche Volk letztendlich auszulöschen. Ja. Schon, dass der Verfassungsschutz halt wieder vorbeischaut, gell? Weil es zu viel Illuminaten. Oh, okay. Hui. Ich habe letztens gelesen, wenn man zu viel Fahrrad fährt und keinen guten Sattel hat, dann kann man impotent werden. Oh ja. Und auch viele Tour de Force-Fahrer sind einfach impotent. Ja, oder weil sie einfach ihr ganzes Leben lang fucking Steroide nehmen. Aber hey, ist nur eine Theorie. Ich glaube, es ist der Sattel. You gotta was believe. Doping im Radsport? Nee. Hör mir auf. Was? Doping im Radsport? Nee. Ja, auch die Eigenbluttransfusionen sind auch total krank. Ja, aber die sind legal. Aber die sind auch sehr gesund. Ja, aber ich glaube, das ist doch krank. Das ist genauso, wie wenn
Das ist genauso wie wenn jemand in einem Videospiel die ganze Zeit nur Leute überfährt. Ja, auch richtig krank. Das sind diese Killerspiele, von denen die Regierung Killerspiele, gell? Ja. Kinderspiele. Nein, die Killerspiele. Der rennt mir doch vors Auto! Was kann ich denn da machen, hey? Hab sogar blinkt. Der will's doch. Ja, ganz ehrlich. Das sind doch so Dashcam-Scammer. Ja, Insurance-Scammer, hey. Könnt's gestohlen bleiben. Aua. Komm her. Mann, Befall, die hat auch noch was für die Burger gefressen. Hilfe. Hat mich angefahren. Hilfe. Amerika, ja, okay. Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Gib mir ein Kleingeld, ja? Bitte. Bitte geben. Bitte geben. Nein, nein. Dieser Loop ist kaputt. Schade. Eigentlich gibt's doch bei uns so auch total viele Rednecks. Sind halt einfach Bauern. Ja, gibt's ja auch. Rednecks ist, glaube ich, auch die. Sind auch Bauern. Ja, aber ist nicht so negativ behaftet. Ja, aber in Bayern haben wir schon echt viele Rednecks. Ich meine schon richtig viele. Ja, klar. Ich meine, alles, was du quasi, was nicht städtisch ist und dann noch. Also, das ist schon. Und je südlicher du gehst, desto. Da stehe. Ja. Der Günther steht. Das ist auch Redneck. Ja, der wohnt in. Die muss man auch alle. Die muss man auch erst mal alle integrieren. Das ist halt eine Mammutaufgabe, ne? Oh, jetzt reden die Dachi-Burger über Bayern. So, jetzt gell. Vom Bund. Ah, jetzt, nur gell. Weil wir nicht so viel Geld haben wie du in Starnberg. Genau, komm. In Starnberg schon mal raus. In Schickeria, gell? Komm. Schickeria. Ja. Gell? München, Grünwald, naja. Da war die High Society. Da wohnt der Uli, gell? Nee, der wohnt am Tegernsee. Aber Grünwald ist doch auch so.